seid gegrüßt und somit herzlich willkommen. Ja, ich habe mir überlegt, dass ich heute nochmal den Hatamoto Ski auspacke. Wie man hier sehen kann, hat sich hier schon einiges geändert, auch vom Design her. So gesehen auch, was die Bewaffnung betrifft, ist das eine Eigenkreation. Habe jetzt nicht Interchrom gefragt, ob er da ein paar Empfehlungen machen könnte. Ich kann ihn zwar fragen, er ist immerhin auch ein T1-Spieler, aber in diesem Video kann ich jetzt schon mal sagen, ist eine eigene Kreation, kann zweimal bis zu dreimal hintereinander einen Alpha Strike raushauen. Geht natürlich nur, wenn ich noch einen Coolshot mit dabei habe, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich drei Alpha Strikes raushaue. Und dann kann man sich das auch gleich mal im MechLab etwas genauer anschauen. Auch die Designs haben sich jetzt über die Zeit geändert. So, Moment. Hier wollte ich auch noch mal ganz kurz reinschauen. Genau, hier haben wir ja auch jetzt hier diese neuen Decals dazu bekommen. Leider kann ich kein Japanisch, falls das Japanisch ist. Wenn jemand das übersetzen kann. Ja, habe ich jetzt aber auch hier mit reingenommen, diese Decals. Ich dachte, ja, warum nicht? Kann man ja kaufen. Optisch passt es auf jeden Fall sehr gut rein. Ja, aber im Großen und Ganzen Ski, Kuh, da wüsste ich jetzt nicht, in welcher Reihenfolge die jetzt kommen. Also wahrscheinlich kommt der erste Schriftzug nach oben und dann der andere Schriftzug nach unten. Und die Bedeutung zu diesen Schriftzügen habe ich jetzt leider nicht. Wollte ich einfach mal an der Stelle mit erwähnen. Mittlerweile mache ich das auch so wie Interchrom, dass ich die Panzerung nach vorne verschiebe. Hat eine Firepower von 62 und dann schauen wir hier auch noch mal kurz rein. Genau, man könnte MRM 40 mit reinnehmen oder MRM 30, Streak SRM könnte man auch mit reinnehmen und dann halt eine bessere Engine mit einbauen. Da gibt es auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten. Ja, so gesehen wäre dann die Hauptbewaffnung, zumindest bei der Hatamoto Ski Variante, wäre es möglich, diese im Seitentorsi mit einzubauen. Das könnte man machen. Ist natürlich auch alles irgendwie Geschmackssache, ne? Deswegen habe ich jetzt kein MRM 30 mit reingenommen oder MRM 40. Für diejenigen, die jetzt sagen, nee, eine Light Engine gefällt mir nicht, die können natürlich auch eine Standard Engine mit einbauen. Ich finde das eigentlich ist relativ egal, weil Standard Engine würde sich wahrscheinlich sogar noch mehr sich lohnen, wenn die Bewaffnung im Center wäre. Weil dann kann man so ein Zombie-Lotout spielen. Und hier ist es dann halt wirklich so, wenn das zweite Seitentorsi rausgeschossen ist, dann habe ich eh keine Bewaffnung mehr. Dann kann da auch von meiner Seite aus ruhig eine Light Engine mit eingebaut sein. Ja, von der Geschwindigkeit her fast wie der Victor, mit dem ich da unterwegs bin. Also für ein Assault ist diese Geschwindigkeit schon recht okay. Hier, ich baue hier auch nochmal eine Standard-Engine ein. Und dann noch ein Double Heat Sink. Dann gleicht sich das natürlich aus. Jetzt ist es so, sind beide Seitentorsis draußen. Würde ich das Ganze trotzdem überleben. Ich könnte nur nichts machen. Ich könnte dann nur blöd in der Gegend herum schauen. Man hält zwar dann auch etwas mehr aus, so wie ich das mitbekommen habe, aber wenn man keine Bewaffnung mehr hat, dann bringt das auch nicht mehr so viel. Denke ich mal, ist es schon okay, dass auch eine Light Engine hier mit eingebaut wird. Falls nicht, kann man mich natürlich um was Besseres belehren. Ja, von den Skill Trees her habe ich noch nicht viel gemacht. Ich kann das ja gerne so machen, dass wenn die Skill Trees hier fertig sind, dass ich dazu auch noch mal ein Video separat mache. Aber ist natürlich alles von den Skill Trees her, so wie ich damit am besten umgehen kann. Andere werden wahrscheinlich komplett anders skillen. So, meine Lieben, ich werde jetzt meine eigene Kreation mal ausprobieren. Mal schauen, wie weit ich komme. Ich denke mal, wenn man mehrere Runden
mehrere Matches hinter sich hat, dann kann man das wahrscheinlich noch besser einschätzen, als jetzt mit einem Video das Ganze hier einmal zu demonstrieren. Aber ich denke, dass es jetzt nicht so schlimm ist. Ach ja, wegen dem Turnier, was ich jetzt im letzten Video hochgeladen habe, ist auch in der Endcard miteinander verlinkt. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Dazu möchte ich mich natürlich auch hier nochmal kurz mich dazu äußern. Der Gewinner bekommt Safe, eine Paysafe-Card in Wert von 20 $ und kann aufwärts bis 40 $, 55 $ und 70 $ erhalten, beziehungsweise eine Paysafe-Card bekommen im gleichen Wert, falls er oder sie die nächsten Herausforderungen ebenfalls gewinnt. Der Code von der Paysafe-Card wird dem Gewinner zugesendet, also gerne privat in-game. Ich müsste nur geaddet werden, auch gerne über Steam oder TS, das ist euch frei überlassen, wem ich dann dieses Preisgeld zukommen lasse und wie ihr das Ganze erhalten wollt oder wie ich euch das dann privat senden soll, diesen Code. Da könnt ihr mir dann gerne privat schreiben und mir Bescheid geben. Hinweis, das Ganze auf die Beine zu stellen, macht jedoch nur Sinn, falls es auch Spieler gibt, die auch wirklich Interesse haben, an diesem Turnier teilzunehmen. Falls die Nachfrage hier nicht vorhanden ist und keiner Interesse zeigt, ist es auch okay für mich, aber ich stehe zu meinem Wort, so gesehen. Man hat nichts zu verlieren, außer etwas Geduld und Zeit und Duelle im 1v1 zu bestreiten. Natürlich ist es auch für Spieler eine Enttäuschung, gleich zu Beginn zu verlieren oder in den Finalrunden nichts zu bekommen. Aber hier geht es auch um Spaß an der Freude, gegen andere erfahrene Spieler anzutreten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass solche Turniere bei anderen Online-Games bestimmt auch gut ankommen. Daher etwas überrascht, dass bis jetzt sich noch keiner gemeldet hat. Vielleicht, weil ich Artikel 13 erwähnt habe oder ich jetzt noch gesagt habe im letzten Video, was ich hochgeladen habe, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich das Ganze nächstes Jahr auf die Beine stellen kann. Also ihr könnt gerne jetzt schon mal, wenn wirklich Interesse besteht, mir Feedback senden. Das zeigt dann auch, dass Interesse besteht, ne? Ich kann nur nicht versprechen, ob ich das nächstes Jahr auf die Beine stellen kann, aber wenn jetzt schon Interesse gezeigt wird, dann weiß ich, okay, es lohnt sich, das Ganze auf die Beine zu stellen und das Ganze hochzuziehen. Und vielleicht wird es dann beim zweiten Turnier bessere Preise geben. Ich weiß nicht, $20, das ist nicht wenig. Das sind, ja, von dem, was ich jetzt so vergleicht habe, würde ich schon behaupten, dass es besser ist als so ein Event. Das sind immerhin knapp 3000 MC. Vielleicht hätte es sein können, dass die meisten Spieler mehr Interesse gezeigt hätten, wenn das Preisgeld höher wäre und es auch vielleicht ein Preisgeld gibt für den dritten und zweiten Platz, was ich ja rausgelassen habe. Aber da ja gar kein Feedback gekommen ist, also dass die Leute sich dazu gar nicht geäußert haben. Was das Turnier betrifft, kann ich natürlich nur wild herumspekulieren, woran es jetzt gelegen hat. Ob die Spieler jetzt wirklich Interesse haben an so einem Turnier oder nicht, ist halt so eine Sache. Ich denke mal, dass das vielleicht auch abschreckt, nichts zu bekommen, wenn man jetzt nicht zu Beginn gewinnt. Das ist natürlich sehr enttäuschend. Aber dafür gibt es halt diese Vorrunden, wo man dann wirklich nur eine Partie gegeneinander spielt und derjenige, der verliert, ist dann sofort raus. Und die Leute, die dann im Finale sind, halt ein Duell mehr machen. Und wenn es dann Gleichstand ist, dann gibt es noch ein drittes Duell. Wenn das schon zu viel ist, also wenn das der Grund ist, warum man sagt, nee, ich möchte an diesem Turnier nicht dran teilnehmen, dann ist es auch okay. Wie gesagt, es ist halt so ein Fun-Projekt, wo ich schon davon ausgegangen bin, dass da einige Leute zusagen und natürlich auch Interesse zeigen. Ich denke mal, bei vielen anderen Online-Games, wo man auch privat solche Turniere auf die Beine stellen kann, hätten sehr viele Leute zugesagt. Es gibt da wahrscheinlich verschiedene Gründe, warum jetzt sich keiner gemeldet hat. Jeder wird seinen eigenen persönlichen Grund haben, denke ich mal. Ist aber auch okay.
finde es halt ein bisschen schade, dass jetzt keiner Interesse zeigt oder keiner sich dazu geäußert hat. Aber gut, sowas kann ich nicht beeinflussen. Also, es kommt, wie es kommt. Hätte natürlich sein können, dass wenn ich so ein Projekt nicht alleine auf die Beine stelle und jetzt auch noch Unit-Mitglieder habe, die jetzt von sich aus sagen, ja gut, was das Preisgeld betrifft, da können wir dazu steuern oder das vielleicht sogar noch höher hochziehen, insofern, dass das Preisgeld sogar höher ist als das, was ich jetzt vorgegeben habe, damit man sowas auf die Beine stellt. Das erwarte ich aber nicht, ne? Also ich erwarte sowas nicht von meinen Unit-Mitgliedern. Ich weiß nur, aus anderen Online-Games haben wir früher, wo ich noch ganz andere Games gezockt habe, auch sowas gemacht, dass wir so ein Turnier veranstaltet haben und da haben sehr viele dran teilgenommen. Da haben dann die Gildenleute zusammengeschmissen oder so für das Preisgeld und das kam extrem gut an, ne? Aber gut, hier bei MechWarrior Online ist es irgendwie nicht so gut angekommen. Wissen tue ich es nicht, woran es jetzt gelegen hat. So, wie ich jetzt hier sehe, habe ich jetzt auch noch keinen Kill gemacht, aber ich versuche jetzt ihn hier sauber. Gut, es ist jetzt nicht unbedingt die beste Runde, die ich jetzt hier habe. Aber ich denke mal, in einer Runde kann man. In dieser einen Runde kann ich jetzt noch nicht sagen, ob das hier die beste oder schlechteste Variante ist für den Hatamoto Shi. Sollte jeder für sich ausprobieren und testen. Und dann kann er immer noch sagen, ob diese Variante gut ist oder nicht. Ich denke mal, dass der Damage jetzt hier nicht so hoch ist, weil die Runde nicht so toll ist. Ich denke mal, wenn die Runde etwas besser laufen würde, könnte man schon sehen, das Potenzial. Also ich hau hier immer einen Alpha Strike raus, wenn der Kill fast safe ist. Und wenn ich jetzt einem Mech gegenüberstehe, der noch 100% hat, ich versuche jetzt noch meinen zweiten Kill zu bekommen, dann feuere ich MRM-10 einzeln ab. Also ich denke, so von der Hitze her, Heat Management, hält sich das alles noch in Grenzen. Es hätte schlimmer sein können. Mit MRM-40 zum Beispiel ist das halt so eine Sache. MRM-20 und MRM-30 und dann mit Double Heatsinks, denke ich, kann man das noch in Grenzen halten. So, jetzt aber. Ob Streak SRM eine gute Wahl ist für den Hatamoto Shi, weiß ich nicht. Müsste man die höchste Engine mit einbauen und dann einfach mal ausprobieren oder ansonsten halt SRM. So, ein Spieler ist noch da. Meine komplette Lanze ist komplett weg. Das ist schon sehr extrem. Ja, aber ich würde sagen, das haben wir jetzt hier safe gewonnen. Probiert die Variante aus und dann könnt ihr mir gerne Feedback senden, was ihr von dieser Variante hält. Wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass es da noch bessere Varianten gibt oder eine bessere Bewaffnung gibt. Oder dass es da Bewaffnungen gibt, womit sich der Hatamoto Shi besser spielt. Natürlich sollte dann aber auch gut überlegt sein, wie man den Mech spielen möchte. Eher offensiv oder eher passiv. Das spielt dann auch schon eine sehr wichtige Rolle. Und macht sich dann auch in der Bewaffnung sehr bemerkbar. So, in dem Sinne, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. 237 an Damage ist jetzt nicht so hoch, hätte besser sein können, aber vielleicht in den nächsten Matches, falls ich noch mein Video dazu mache. In dem Sinne, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss, tschüss.